Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video. Heute den 12.02.2016. Ja, ich habe für euch heute, wie ihr seht, eine kleine, aber feine Logi-Link-Box heute gekauft. Für euch jetzt als Review. Ja. Ich erkläre euch erstmal alles, was es an dieser Logitech-Box so gibt. Wir haben hier einmal den Slot für Sticks, also USB. Hier einmal den Mikro. Oh, blöder Autofokus. Versprochen. Hier einmal die Mikro, da Display, Volumen, also laut, leise. Hier einmal die Wahltasten, nächstes Lied, das vorherige Lied. Das habe ich euch schon gezeigt. Dann hier auf der Seite einmal Radio. Hier aufladen für das Ladekabel. Hier die Kopfhörer. Da den Powerschalter und da den Micro-SD-Slot. Hier einmal die Lautsprecher. An jeder Seite jeweils einer. Hier leuchtet das nachher so schön blau. Und hier einmal die Logi-Link-Zeichen. Und ja, da machen wir es mal an. Und gut, und ihr hört gleich was. So, das war die Musik jetzt schon mal. Für euch so zum Vorgeschmack. Das war jetzt Radio. Ich habe leider noch keine Musik. Der ist noch am Laden. Der ist noch am Laden von der Musik vom Handy auf dem Laptop. Deswegen dauert das noch. Und dann mache ich die von Laptop auf den Stick und so weiter. Und ja, das kann noch ein bisschen dauern. Gut. Ist aber nicht so tragisch. Ja. So. Das war es jetzt erstmal mit dem Vorstellen der Box. Jetzt haben wir hier noch ein Zusatzteil. Das ist einmal das Ladekabel. Eine Seite ist USB, die andere ist so wie Kopfhörer so gemacht. Die wird hinten an dem Gerät befestigt, reingesteckt, so, und dann lädt das Ding auf. Ja. Gut, also. Dann muss der Landtag debattieren. Ex-Bundestagsabgeordneter Sebastian Edati darf in der SPD bleiben. Das interessiert euch ja nicht in den Nachrichten. ja, auf jeden Fall. War es das jetzt von meinem kleinen Review heute? Wünsche euch noch einen schönen Abend, beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, eine schöne Nacht. Schlaft gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt Gefällt mir. Abonniert mich und dann sehen wir uns höchstens in 3-4 Tagen zum nächsten Video wieder, wenn es bis dahin noch kein Neues gibt. Und bis dahin, bleibt locker. Tschüss.